Für den Zitronenkuchen wird als erstes die Butter mit dem Zucker schaumig geschlagen. Dann kommen die Eier und der Vanillinzucker hinzu und werden ebenfalls luftig aufgeschlagen. Das Mehl wird mit dem Salz, der Zitronenschale und dem Backpulver vermischt und im Wechsel mit dem Zitronensaft unter die Buttereimasse gehoben. Der Teig wird anschließend im vorgeheizten Ofen bei ca. 175 Grad eine Stunde gebacken. Nach ca. 45 Minuten mit der Stäbchenprobe testen, ob der Teig noch am Stäbchen hängen bleibt. Bleibt keiner hängen, ist der Kuchen fertig. Für den Zuckerguss wird der Saft der Zitrone mit dem Puderzucker verrührt. Ist der Kuchen fertig, sollte er zunächst vollständig auskühlen. Anschließend wird er einmal waagerecht in der Mitte geteilt. Um eine schöne Fläche für den Fondant zu bilden, sollte der Boden des Kuchens nur nach oben zeigen. In die Mitte den Guss geben und verteilen, dabei aber 1,5 cm Rand lassen. Danach kann die andere Hälfte wieder aufgesetzt werden. Für die Buttercreme wird die weiche Butter mit dem Puderzucker, dem Salz und dem Zitronenaroma gleichmäßig auf dem Kuchen verteilt, um Unebenheiten auszugleichen. Danach sollte die Buttercreme im Kühlschrank oder auch im Gefrierfach fest werden. Die Kuchenkrümel sind damit gebunden und können anschließend mit einer zweiten Schicht Buttercreme überdeckt werden. So liegt der Fondant später gleichmäßig und glatt auf. Auch die zweite Schicht sollte zur Weiterverarbeitung gut durchgekühlt sein. Als Verzierung haben wir uns für eine hellblaue Schleife entschieden. Hierfür wird ein Teil des Fondants blau eingefärbt und dünn ausgerollt. Wenn er zu klebrig wird, einfach etwas Puderzucker darüber streuen. No place where you can run.
Wir haben jeweils für die Schlaufen, den Knoten und die Schleifenbänder eine Schablone zurechtgeschnitten. Mit deren Hilfe kann der Fondant gleichmäßig zugeschnitten werden. Bis zur Weiterverarbeitung sollten die Teile in Frischhaltefolie geschlagen werden, damit sie nicht austrocknen. Beim Formen der Schlaufen sollte etwas zusammengeknüllte Frischhaltefolie als Platzhalter zwischen die Fondantschichten gelegt werden. As you pass the miles of snow, it's all the same. Der restliche Fondant wird ebenfalls dünn ausgerollt, vorsichtig über den Kuchen gelegt und angedrückt. Der überschüssige Rand kann danach abgetrennt werden. Zum Schluss kann dekoriert werden. Der Fondant kann mit etwas Wasser angeklebt werden. Georgia pines and dandelions are bobbing in the careless summer breeze. Sunshine skipping on the sidewalk. Sunshine not as bright as you. When you shattered free, you blinded me, and now I'm seeing stars around my head. And it's all from a polywog into a frog in 20 seconds flat. Well, how about that? Mayfly skimming on the water. Mayfly only for the day. And if love is just a fleeting whim, then why is it you never dimmed away? And it's all. Ist der Kuchen fertig, sollte er nicht im Kühlschrank gelagert werden, da der Fondant sonst leicht zerläuft. Daher ist es am besten, den Kuchen so frisch wie möglich zuzubereiten. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren.